Ich würde Ihnen sagen, dass Ihr die Ausgabe. So, Robert, jetzt ist vorbei mit den weichen Fragen. Jetzt kommt Lothar, da wird jetzt richtig. So, ja. Ach, Robert. Hallo. Servus. Servus, wie geht's? Alles gut, war viel Verkehr oder? Nee, ich habe gedacht, Hansi trainiert ein bisschen länger, weil ihr immer am Anfang nicht. Früh angefangen. Ja? Früh angefangen? Ich habe früher angefangen. Okay. Ja, du brauchst ja nicht trainieren. Du schießt ja deine Tore auch ohne Training. Ah, geht doch. Gut? Alles gut, alles gut. Und selbst? Also, bei mir alles gut, ja. Ich habe gerade für FIFA was gemacht in Olympiastadion. Eine Geschichte für FIFA. Okay. Aber es war Verkehr, ja. Ein bisschen schlechtes Wetter, weißt du. Dann die Leute haben immer Angst zu fahren. Und du kennst... Sonntag fahren und raus und dann... Ja, ja. Robert, wir machen ganz schnell, ha? Ja. Yep. Dazu, es liegen hier einige Fragen vor, die wir ausgearbeitet haben. Die Leute, die du kennst bei der Bild-Zeitung und ich. Und sind vielleicht auch wieder Fragen dabei, die dir so ein bisschen auf den Geist gehen. Aber es ist nun mal so, ja? Ich kenne das. Ja. Ja. Ja, klar. Okay. Erstmal danke, dass du zur Verfügung stehst, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mitzumachen. Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Viele Fans fragen sich natürlich, wie lange kannst du noch auf diesem hohen Niveau spielen? Und nicht nur die Fans, sondern auch ich. Ja, das ist immer die Erwartung, jetzt immer wird hoch, klar. Aber ich fühle mich sehr gut. Ich weiß, dass viele Leute schauen auf meine die Zahlen von die Alte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich so besser, als wenn ich 26 oder 27 war. Weil klar habe ich auch mit meinem Körper noch seit dem Zeit viel gearbeitet und auch bin klar die Spieler mit der größeren Erfahrung als damals und einfach bin besserer Spieler. Und wie lange kann ich spielen auf dem Niveau? Ich versuche so lange es möglich, aber ob das ist 4 oder 5 oder 3, 4, das ist schwer zu sagen, aber ist noch zu früh, das kann ich sagen, noch ein Jahr schaffe ich, weil ich hoffe, das dauert ein bisschen länger noch. Also hast du eigentlich die nächste Frage schon mit beantwortet, was du dafür machst, für deine Fitness und so weiter. Ich glaube, das hast du gerade schon beantwortet. Ich habe eine andere Frage, die steht gar nicht hier. Stimmt es, dass du irgendwann mal beim Arzt warst und deinen Körper untersuchen hast lassen? Du bist jetzt 32, 33, wie alt dein Körper ist. Ich habe das gehört, ist das wahr, dass du beim Arzt warst und der Arzt hat dir auf einmal bestätigt, dass dein Körper eigentlich noch viel jünger ist, wie du jetzt bist? Ja, schon habe ich auch viele Untersuchungen gemacht und das einfach auch die meine Körper oder die alles, was die Fitness dazugehört, die Sache auch nicht unter Kontrolle haben, aber auch einfach auch die Meinung haben und einfach versuchen noch was verbessert und das ist ganz normal und klar, wie ich habe gesagt, mit meinem Körper, wenn du schaust auf mich jetzt und vor 5 Jahren sieht man auch Unterschied und fühle mich sehr gut, auch körperlich auch sehr gut und ich hoffe, das kann auf dem Niveau oder mit dem Level noch paar Jahre bleiben. Aber ich habe gehört, dass der Doktor auch zu dir gehabt sagen soll, du hast keinen Körper wie 33, sondern du hast noch einen Körper wie 26. Stimmt das auch? Schon, kann man sowas sagen, ja. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob das, wenn jemand 26 Jahre alt ist, hat bessere Kopf als jemand 33 ist. Das ist nur die Theorie, weißt du. Weil klar, ich habe schon seit Jahren gearbeitet auf das, wie ich in diesem Moment fühle mich oder wie mein Körper sieht. Nicht, dass ich seit 2, 3 Jahren angefangen. Und deswegen, in meiner Meinung, wenn ich war schon 24, 25, damals habe ich gedacht, okay, ich versuche auch ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr konzentriert auf andere Sachen. Das kann ich auch länger auf die Top-Niveau zu spielen. Und das war für mich auch Priorität schon vor 7 oder 8 Jahren. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was treibt dich weiterhin an nach diesen vielen Erfolgen, nach diesen persönlichen Ehrungen, nach diesem Meistertitel mit Bayern München? Was treibt dich weiterhin an, so hart an dir zu arbeiten? Was ist das Geheimnis? Die größte Challenge ist immer klar, drauf bleiben und nicht mit dem technischen Sache, aber mit mentaler Sache, war klar. Wenn du nach so einer überragenden Saison, wenn du alles gewonnst, dann musst du einfach kurz stehen und dann darüber denken, was kann passieren. Und wenn du denkst, jetzt schauen wir,
wie läuft, dann wahrscheinlich bekomme ich Probleme oder wir kriegen die Probleme. Aber wenn du stehst kurz und dann denkst, okay, wir haben schon alles gewonnen, war überragende Saison, eine unglaubliche Saison, aber trotzdem jetzt versucht man was von innen rausnehmen und noch Gas geben und auch Spaß zu haben, wenn das auch wichtig ist. Du weißt selbst auch, wie das funktioniert, dass manchmal nach einem Sieg, dass okay, läuft super, dann wahrscheinlich kann man 10% weniger nächste Training halt oder im nächsten Spiel machen, aber das funktioniert im modernen Fußball nicht mehr. Und deswegen, solange du Fußball spielst, musst du versuchen, alles mitnehmen und versuchen, die Beste zeigen. Du hast eine große Karriere bisher gehabt. Ich glaube, ich kann aus eigener Vergangenheit sprechen. Würdest du sagen, diese große Karriere, das heißt nicht, dass du deine Karriere beendest, dass du die auch beim FC Bayern jetzt endgültig beenden willst, weil es gab ja in der Vergangenheit immer wieder so Spekulationen, Real Madrid. Aber ich glaube, dass du dich wohlfühlst und ich habe das Gefühl, dass Bayern München dir und du Bayern München sehr gut tust. Also möchtest du deine große Karriere bei Bayern beenden? Das heißt nicht, dass du vielleicht noch nach deiner Karriere bei Bayern China, Amerika oder was sich da noch ergibt, auftut. Aber die große Karriere, also auf höchstem Niveau, könntest du dir das vorstellen, beim FC Bayern zu beenden? Oder hast du noch mal Lust, was anderes zu erfahren? Na klar, ich kann das mich sehr gut vorstellen, bei Bayern diese große Karriere beendet, aber in diesem Moment, es ist ein bisschen zu früh zu sagen. Zweite Thema, das kann man, muss man auch mit dem Präsidenten sprechen, auch für den Plan für nächstes Jahr. Ja, klar, aber das ist auch wichtig. Und wie ich habe gesagt, ich fühle mich sehr gut hier. Ich auch mit meinen Mitspielern, wir verstehen uns sehr gut. Wir sind immer hungrig und wir wollen immer gewinnen. Und ich weiß, wie sieht die Situation in Europa, in anderen Mannschaften auch jetzt aus. Und wenn etwas funktioniert so gut, dann muss man einfach nur denken, da kann man das verbessern. Und gibt's viele Sachen, nicht nur auch von mir, von meiner Seite, wo liegt das, ob das ich Karriere bei Bayern München beendet oder nicht. Aber klar, das kann ich sehr gut von mir vorstellen. Bei dir hat ja Bayern München sehr früh Kontakt aufgenommen, bevor du dann nach München gewechselt bist. Ich habe das ja auch verfolgt. Sollte man auch mit Erik Haaland vielleicht jetzt schon Kontakt aufnehmen, um sich vielleicht für die Zukunft ihn als Spieler zu sichern für den FC Bayern, dass man eben einen würdigen Nachfolger hat für Robert Lewandowski, wenn er mal aufhört? Das ist Job von unserem Vorstand. Und das wahrscheinlich. Eine Meinung. Ja, wahrscheinlich dann. Das ist auch für die Arbeit ist auch manchmal Geheimnis. Ja, kann ich nicht. Auch nicht alles sagen und wie das sollte funktionieren, dass ich kenne nicht genau die Situation, aber ich denke, dass für Vorstand die Job und wie mit dem ihre Erfahrung auch früher, die wissen genau, was sie sollte machen. Noch ein anderes Thema, Gerd Müller. Es wird von vielen gesprochen. Ich weiß, die Frage ist dir häufig gestellt worden. Du denkst nicht dran, aber würdest dich stolz machen, wenn du Gerd Müllers Rekord in der Bundesliga mit seinen 40 Toren brechen würdest? Du bist auf einem guten Weg. Ja, das wäre klar. Was nicht Besonderes nur, aber auch das macht mich auch sehr stolz, wenn ich diesen Rekord brechen kann. Klar, das ist noch 10 Tore, ja, und das ist noch viel. Und in diesem Moment, ich will nicht zu viel darüber Gedanken machen, weil klar, das ist noch schwieriger Aufgabe und schwieriger Job, so viele Tore im 10. Spieltag rausschießen, das ist auch nicht so leicht, aber klar. Erstmal, ich versuche alles geben für die Mannschaft, mit der Mannschaft gewinnen und wenn ich zwei Tore weniger oder gleich Stand habe und dann habe ich eine Chance, auf den Rekord zu brechen, das wäre klar, wahrscheinlich für mich auch ein bisschen Stress habe, weil nach 40-jährigen Rekorde zu brechen, das bedeutet auch viel. Warte mal ganz kurz, die haben schon wieder gestört. Die haben ja nicht alle Fragen aufgestellt. Ich hatte auch eine Frage, weil ich interessiere mich ja auch für den internationalen Fußball. Europameisterschaft steht an, Polen ist qualifiziert. Was nehmt ihr Polen euch vor für diese Europameisterschaft?
Ihr müsst ja auch mal irgendwann Ziele haben, ein bisschen weiterzukommen wie in der Vergangenheit. Wir haben in Gruppe Phase, wir spielen gegen Schweden, dann gegen Spanien und Slowakei, klar. Wir wollen nachher weiterspielen und wir wissen, was passiert vor 4 Jahren, wenn wir in Frankreich gespielt haben. Wenn wir nach Elfmeter weiter sind, dann wahrscheinlich, wir können im Halbfinale spielen, aber klar, in diesem Moment, das sind zu große Worte. Wir wollen einfach in der Gruppephase weiterspielen, aber was danach passiert, das liegt nicht nur an uns, aber auch auf unsere Form und ob wir auch gute Tagwerte haben. Robert, besten Dank für deine Zeit. Danke für das Interview und vor allem für dich weiterhin Gesundheit für dich und deine Familie und vielleicht auch ein drittes Baby. Danke schön, vielen Dank. Alles Gute. Schönen Nachmittag, Männer. Mach's gut.